Jo, wir wollen ein ME-System bauen. Und ich will mich davon primär erstmal nicht ablenken lassen. Das tue ich nämlich doch recht gerne, ich weiß. Aber ich habe auch das Bedürfnis, mich ablenken zu lassen, denn es gibt so viel zu tun nebenbei. Und wenn man nicht immer mal wieder ein bisschen was dabei macht, wie zum Beispiel hier in der Smeltery die Blöcke abgießen, dann kriegt man die Sachen halt auch nicht. Aber ja, also, wir fangen an mit einem... Erstmal mit der Überprüfung, ob ich irgendwo schon was angefangen habe. Das sieht nicht danach aus. Dann sortieren wir die Sachen weg, die wir nicht brauchen. Vorerst hatten Plastiksheets einen eigenen Dingensbummens. Nee, das ist kein Plastiksheet. Das da ist ein Plastiksheet. So. Raw Plastic hatte ein. Ja, okay. Allgemein Inventar aussortieren. Runter. Da. Da. Das ist okay, es kann hoch. Biokiste bekommt das da und das da und das da und das und das und das und den Dirt meinetwegen auch. Das wird zerlegt. Und dann gucken wir mal. Also, wir geben einfach ein Applied N. Und wir werden jetzt hier alle Sachen aufgelistet, die zu Applied Energistics gehören. Dazu gehört primär das da. Dafür brauchten wir einen Diamantchip. Den Diamantchip haben wir schon vor 6-7 Folgen hergestellt. Das war recht einfach. Das war einfach das Ding hier. Diamant, zwei Redstone, Silikon und ein Quarz Cutting Knife. Das sollten wir... ist wahrscheinlich bei irgendeiner meiner Tode verloren gegangen. Gucken wir gleich in der Toolbox nach, ob wir es noch haben. Wenn nicht, machen wir das neu. Und dieses Processor Assembly Array Ding haben wir geschmolzen im Ofen, wie man das halt macht. Und damit kann man dann die herstellen. Dazu brauchen wir auch noch Fluix-Kristalle. Fluix-Kristalle brauchen ein Certus-Quarz, ein Redstone und ein Nether-Quarz. Ich habe das irgendwie ein Gefühl, dass wir das schon mal gemacht haben. Aber es kann gut daran liegen, dass ich das ME-System hier schon so oft aufgebaut habe, dass das immer wieder Flashbacks gibt. Also wir brauchen euch. Wir brauchen ein Stack von euch. Und wir brauchen... Was? Ah, Redstone war das, okay. Redstone haben wir auch genug inzwischen. Also 4 davon, mehr erstmal nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du gehörst damit hin. 1, 2, 3, 4. So, wo ist der Chip? Da ist der Chip. Du kommst in die Mitte. 4 Iron so, 4 davon so. Ja, ME-Controller. So, das gute Stück braucht Strom. Das heißt, wir sollten das irgendwo hinstellen, möglichst nah an unserer Stromversorgung. Und eigentlich bräuchte das eine ganze Abteilung für sich alleine. Was hatten wir hier geplant? Unter der Farm könnten ein paar Biomaschinen hin. Hier brauchen wir nicht wirklich viel Platz. Das Einzige, was hier hin soll, ist eine Baumfarm. Dafür ist die Plattform da, für nichts anderes bisher. Also könnten wir den Platz hier nutzen für das ME-System. Machen wir erstmal ganz kurz hier unsere Sprungeinlagen-Dinger weg. Und wenn wir später ein Jetpack haben, werden wir hier eh alles wesentlich effektiver verkabeln. Dann werden wir einfach hochfliegen bis an die Decke, wo es nicht mehr weitergeht. Und dann legen wir die Kabel an der Decke lang. Dann haben wir den ganzen Platz hier im Raum auch noch. So, weg, 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 weg. Das bauen wir alles mit unserem frisch gebauten ME-Controller ab. Auch sehr stylisch. Ja. Normalerweise baue ich immer eine Computerwand. Und dahinter verstecke ich den eigentlichen Computer. Ich muss nur gucken, wie das später aussieht. Cobblebrick. So. Da wir ja im Keller sind, wollten wir hier auch Wände reinziehen, dass es nicht so eine fliegende Plattform sind. Und die Wände werden später aus Stonebrick sein. Ist schlicht, ist einfach, passt.
Das heißt, man kommt hier rein. Also das hier ist ja der Haupt. Das ist die Zentrale, das ist die Mitte. Das heißt, man kommt hier in den Computerbereich und hat denn hier vor sich schon eine Computerwand? Nee, dann hätte man nur so einen doofen Durchgang dadurch. Das heißt, wir ziehen einfach die Wand hier länger. So. Der Mittelpunkt hier kann weg. Den markieren wir dadurch, dass wir hier schon mal einen davon hinsetzen. Und dann wäre hier die Mitte. Das heißt, wir können da den Controller hinsetzen. Energieversorgung für den Controller. Machen wir später. Also machen wir später schön. Jetzt nehmen wir ein sehr rudimentäres System, das ich schon öfters benutzt habe. Und zwar schnappen wir uns einfach einen von diesen Portable Tanks. Da haben wir schon einen von. Portable Tank, wir nehmen einen Magmatic Engine. Wir nehmen Eimer. Und den klauen wir uns hier. Zack. Flup, flup. Flup, flup. Flup, flup. Wird ja automatisch mal wieder aufgefüllt. Was ganz praktisch ist. Da passt jetzt allerdings nicht so viel rein. Da passen 8 Eimer rein. Es gibt allerdings wesentlich größere Versionen von diesen Portable Tanks. So, und die nehmen wir jetzt mit. Gehen wieder runter. Und setzen jetzt einfach einen Magmatic Dynamo hinten dran. Oben drauf kommst du. Wir machen einmal Shift-Rechtsklick. Wir machen einmal Rechtsklick drauf. Und zack, Lava ist drin. Allerdings keine Energie. Allerdings keine Energie, weil das Ding noch keinen Strom braucht. Energy Use, Energy Stored. Ja, wahrscheinlich brauchst du noch gar keine. Also nächste Schritte. Wir hätten jetzt auch gerne Zugang zu unserem ME-System. Das Ding ist momentan mit nichts verbunden. Wir brauchen also erstmal Sachen, wo wir Dinge einlagern können. Und wir brauchen ein Modul, womit wir auf die Sachen, die wir eingelagert haben, auch zugreifen können. Es gibt theoretisch eine ME-Chest. Das wäre das Einfachste. Und in diese ME-Chest kann man einen Chip reintun. Und auf diesem Chip werden alle Sachen in der Chest digital gespeichert. Und dann kann man den Chip einfach rausnehmen, in eine andere Chest reintun und der Inhalt ist gleich. So kann man theoretisch den gesamten Inhalt einer Chest leicht transportieren. Und später kann man auch 30 Milliarden Cobblestone in einem Chip mit sich rumschleppen. Was ziemlich abgefahren ist und recht doof, wenn man in der Lava stirbt. Aber das Ding will ich überspringen. Das finde ich einfach doof. Ich will gleich ein Access Terminal haben, nee, ein ME Drive haben. Was so ein bisschen wie ein Server-Rack aussieht, falls der eine von oder andere von euch das kennt. Das heißt, man kann da die ganzen Chips einfach so reinschieben, wie Festplatten. Dafür brauchen wir nicht so viel, wie der Eisen, wie der Glas, wie bei fast allem in diesem Mod. Eine Kiste und 2 Goldchips. Und irgendwie sehen die voll verwaschen aus, das ist komisch. Egal, Basic Assembly Dingens. Braucht Gold, Redstone, Silikon und das Cutting Knife. Okay. Und hier haben wir schon wieder einen Stau von Dust. Ach, du rüttelst gerade Soul Sand. Und es kommt kein Gravel mehr an. Aber es ist noch ein bisschen was hier drin. Ich will kein Lapislazuli im Inventar haben. Weg damit. Du auch weg. Ich habe eigentlich auch zu viel Nitterquarz. So. Und ich will den Diener nicht haben. Und den auch nicht. Warum habe ich 2 Bricks im Inventar? So. Besser. Genau. Lava nehmen wir erstmal mit. Und Quarz Cutting Knife suchen. Haben wir dich noch irgendwo? Ja. Dann hätten wir gerne Gold. Ugh. Wir haben nicht mehr so viel Gold. Das sollten wir bald ändern. Was sagst du? Molten Electrum. Da war mal Gold. Broken Gold. Broken Gold. Pulverized Gold. Zing. 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 So. Haben wir noch Silber drin in größeren Mengen? Ein bisschen. Das bisschen Silber vermischt sich dann mit dem hier und dann ist gut. Haben wieder mehr Elektrum. So, dicht zerlegen, dicht zerlegen. Dicht zerlegen, dicht zerlegen. Glas. Wir haben 12 Glas, das ist viel zu wenig. Ich glaube, ich hatte mal Sand hier in Auftrag gegeben. Ja, sehr schön.
Also du kannst da rein. Du kannst da rein. Ein Stack behalten wir. So, Gold. Wir hätten gerne alle. Warum ist das nicht in der Hotkey-Leiste gelandet? Sehr komisch. Okay, wir hätten gerne Gold, Redstone, Silikon. Da. So. So, so. So, so. Und dann machen wir gleich ein paar mehr davon. Und zwar spricht irgendwas dagegen, dass wir gleich 18 machen. Wir haben Silikon, wir haben Redstone, wir haben nicht so viel Gold. Machen wir mal 10 für den Anfang. Zack. Wie ihr sehen könnt, das Quarz Cutting Knife nimmt gut Schaden dabei. Und 10 Chips reichen nicht so wirklich lange, aber für den Anfang ist es okay. Du dahin. Und die Furnaces sehen auch schwammig aus. Ich glaube, irgendwas ist mit dem Modpack falsch. Die Auflösung sieht doch voll klein aus. Ha. Ja, ignoriert das einfach. Gerugon hat wieder komische Visionen. Also die Chips sind im Schmelzen. Wir haben ganz viel Gold, das kann raus. Zack, zack, zack. Die schmelzen sehr schnell. Wir brauchen eigentlich auch nur 2 Stück davon. Erstmal. Das heißt, wir hätten jetzt gerne dich. Eine Kiste brauchen wir noch. Kiste ist nicht schwer. Haben wir hier. Da. Eine Kiste. Eine Kiste, 2 rote Chips, 2 Glas, 4 Eisen. Eine Kiste. 2 Glas. 2 Chips, 4 Eisen. 2 Glas. Unser ME-Drive. Dafür brauchen wir allerdings auch Chips. Und zwar diese Storage-Devices hier. Das sind Storage-Chips. Das kleinste ist ein ME-1K Storage-Chip. Da passen entweder 1024 Gegenstände rein oder 63 verschiedene Gegenstände. Das heißt, wenn man jetzt 1024 Cobblestone da drin hätte, könnte man keinen Sand mehr reintun. Und wenn man 63 verschiedene Gegenstände drin hätte, wo drunter nicht Cobblestone wäre, könnte man kein Cobble reintun. Egal, ob von den oberen Bytes noch irgendwas frei ist oder nicht. Aber meistens so sieht sich das im System relativ gut selber. Das heißt, wir brauchen jetzt dich. Dafür brauchen wir eine Storage Cell. Dafür brauchen wir wieder ein Goldchip. Und recht viel Quarz, Kristalle und Redstone. Aber das passt bei uns noch. Also, wir hätten gerne davon welche. 1, 2... Schon wieder vergessen. Nein, nicht den da. Den da. Ja, 4 außen. 4 so. Und davon machen wir gleich mal 3. So. Du. Wieder Glas, wieder Redstone, wieder Eisen. Und Glas. So, erster Chip. Davon machen wir auch gleich 3 Stück. 3 MK1 Storage Chips. Und damit wäre das rudimentäre System fast fertig. Ich bräuchte jetzt nur noch eine Möglichkeit, auf das System zuzugreifen. Und dafür brauchen wir ein Access Terminal. Das braucht Kabel. Kabel braucht Plastik oder Glas. Ich weiß gar nicht, wie viel Plastik wir überhaupt haben. Gucke ich gleich mal. Weil da kommen auch mehr Kabel bei raus. Und wir brauchen Fluix Dust. Dafür brauchen wir Nether Quarz Dust, Zertus Quarz Dust und Redstone. Das Ganze können wir mit Plastik auch noch strecken. Da kommt doppelt so viel raus. Das ist echt praktisch. Aber Nether Quarz Dust werden wir nicht haben. Dazu müssten wir das hier erstmal pulverisen. Was wir gleich machen sollten. Und Plastik haben wir in Stack. Das benutzen wir zum Strecken von dem Zeug. Und wir brauchen ein Stack davon. So, runter zu den Maschinen. Pulverizer. Einer von euch. Oh, warte. Wir haben gar keinen Überlaufschutz für das System hier. Ich brauche Holz. Also ich wollte jetzt einfach das Zeug in einen der Pulverizer schmeißen. Dann wird es allerdings abgesaugt und kann nicht hier irgendwo einsortiert werden. Weil das System hat halt nur 4 mögliche Stellen, wo es hin kann. Das heißt, wir schnappen uns 1, 2 und wir nehmen uns alle.
Ist aber gar nichts drin. Okay. Wir haben kein Holz, willst du mich veräppeln? Okay, gehen wir hier hin. Nehmen wir doch mal hier. 1, 2, 3, 4. So, 16 Holz.